dieses Naturkatastrophenmäßige, was da auch drinnen steht, ist mir dann manchmal unglaublich angenehm, damit zu beginnen. Es ist wie von einem 10-Meter-Turm ins Wasser springen. Man muss sich einfach überwinden und sagen, okay, jetzt habe ich hier eine wunderschöne Leinwand am Boden liegen und jetzt wird die einfach beschmutzt und es schüttet mir einfach die Farbe rüber. Wenn man da mal drinnen ist, dann geht's eh, dann vergisst man dann ziemlich schnell, was man da eigentlich tut, was für eine absurde Geschichte man da macht. Das Zitat hier ist dieses berühmte Bild von David, dem toten Marat in der Badewanne. Vor ihm oder neben ihm liegt ein anderer Typ und der kommt also direkt aus New York von der Occupy-Bewegung. Und da merkt man auch schon, dass es mir immer sehr wichtig ist, Dinge zu verschränken, die einerseits vielleicht einen bestimmten historischen Bezug haben und andererseits einen sehr aktuellen, auch politischen, gesellschaftlichen Bezug haben. Vielleicht ist jetzt im Moment gerade in dieser barocken Phase bei mir so eine große Lust da, weil ich eigentlich nur rausgehen muss und schon prallt mir der ganze Barock entgegen. Egal wohin man geht, ist es eigentlich so üppig, üppig, üppig und dem kann man sich natürlich gar nicht entziehen. Unglaublicher Schatz, den wir haben, dass wir hier einfach auch so hingehen können in diese Museen, dass wir da jeden Tag reingehen können und uns jeden Tag einen Rubens anschauen können. Es ist einfach wirklich verdammt gut gemacht. Also da habe ich schon großen Respekt vor dieser Maltechnik. Das heißt, da ist auch ein großes Wissen dabei. Da ich, wie man sieht, ziemlich kurzsichtig bin und diese Bilder dann manchmal auch verschwommen mir anschaue oder bewusst verschwommen anschaue, wirken sie dann wirklich vollkommen abstrakt, wie irgendwelche Farbformen, Felder. Man sieht dann eigentlich überhaupt nur noch so was wie ein barockes Chaos. Also ich schaue mir Bilder immer mit und ohne Brille an. Das sind richtige Bettgeschichten. Was hat sich da abgespielt? Wer hat da geschlafen?
Wenn man alles malen kann, was soll man da malen? Also das ist wirklich eigentlich ganz unerträglich, dieses Gefühl in sich zu tragen, dass man alles malen kann. Dass man in jeder Richtung, in jeder Technik auch malen kann. Dass ich gegenständlich malen kann, dass ich abstrakt malen kann, dass ich Flächen malen kann, dass ich konzeptuelle Malereien machen kann, dass ich so oder wie der, der wie der, der wie der, wie Monet, wie Van Gogh, wie alle. Es ist eigentlich eher kein Geschenk, dass man das alles kann.